So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Star Wars Köpfe, also genauer gesagt Star Wars Avatar 3D Sammelköpfe. Ja, ich habe schon ein paar Videos davon gemacht, ist aber schon fast ein Jahr her. Und da ich hier noch ein ganzes Display voll habe, möchte ich sie doch mal wieder vor die Kamera öffnen. Vielleicht ist ja doch der eine oder andere, hat da dran noch Interesse, obwohl sie so alt sind. Dann habe ich noch ein Starterpack. So sehen sie aus. Da sind ja die Star Wars Platten drin, in so einem Sack drin. Und das sind meine Figuren, die ich bis jetzt immer wieder gefunden habe. In die Tütchen drin. Es sind schon einige. Auch zwei goldene sind dabei. Aber ich werde mal so die Kamera so ein bisschen rüberschwenken überall. Vielleicht ist ja der eine oder der andere doch, hat ein bisschen Interesse da drin. An diese Köpfe. Es sind, wie ich finde, sind es doch schon einige. Aber jetzt kommen noch ein paar dazu. Und welche, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Das sind ja die Tütchen. Da drin ist ja immer so eine Karte. Jetzt achtet mal auf die Karte. Und auf den Kopf. Das stimmt nie, was da drin ist. Also ist ganz, ganz selten. Blauer Kopf, müsste aber ein anderer sein. Stimmt also nicht. Wieder einen blauen, davon habe ich ja schon so viele. Und wie gesagt, wer sie auch sammelt, auf jeden Fall kommentieren, wie viel du hast. Würde mich echt interessieren. Und natürlich, wie ihr sie findet. Wenn nicht für mich, dann wenigstens für andere, die die Videos schauen. Na, ich werde die Kameraeinstellung ein bisschen anders machen. So. Also wie gesagt, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, von diesen Köpfen, auf jeden Fall posten und schreiben. Würde mich echt interessieren. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer versuchen, unter ein Video zu verlinken. Günstig, naja, ist was anderes, weil die haben schon 1,99 € so ein Tütchen. Teilweise sind die auch richtig teuer, weil es sie nicht mehr gibt, aber schaut immer wieder mal nach. Oh, mal wieder ein Braun. Also ich finde die nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Obwohl alle Motive, die blauen und die weißen, finde ich absolut überflüssig. Aber die ziehe ich jedes Mal. Jedes Mal ziehe ich die unbedeutenden. Also nichtsdestotrotz, kommentiert mir bitte, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. Wenn nicht für mich, dann wenigstens für die anderen. Wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich versuchen, unter ein Video zu verlinken. Und wie gesagt, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, günstiger ist was anderes, weil die haben schon eine Hausnummer. Teilweise werden die goldenen schon richtig hoch gehandelt. Also ich habe aber auch ein Pech mal wieder, wie ihr selber seht. 5 blaue schon. 6 blaue schon. Jetzt reicht es aber so langsam, wie ich finde. Oh, wieder einen transparenten. Also wie ihr seht, habe ich bis jetzt gezogen. 3, 6 blaue, 3 klare. 2 dunkelbraune, 1 hellbraune. 2 Tütchen werde ich jetzt noch öffnen. Wieder einen transparenten. So, wie gesagt, 1 Tütchen werde ich jetzt noch öffnen. Auch wieder einen transparenten. Ich habe aber auch heute Pech. Das war der Absturz. Also wie gesagt, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, kommentiert mir bitte. Ob ihr sie selber sammelt, auch
Das ist meine Sammlung. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Köpfe zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.